Ein kleiner Zusatz von mir. Weil ich unbedingt ein Pokémon brauchte vom Typ Wasser. Weil das nervte mich gerade die ganze Zeit. Ich setze ein anderes Pokémon definitiv noch ein. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Es wird ein Pokémon werden, was nicht unbedingt womit euch immer nicht zu rechnen ist. Gut, liebe Leute, das Gebäude, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und ich glaube, da wird einiges Interessantes zum Vorschein kommen. Bis dahin, tschüss. Jo, liebe Leute, wir sind in Safronia City. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und das Gebäude, welches ist das überhaupt? Hauptsitz der Sylph Company. Scheint wohl, dass Team Rocket mal wieder ein bisschen Ärger macht dort in diesem Gebäude. Hey, du da! Was? Ich? Tut mir leid, aber in unserer Firma geht es momentan etwas turbulent zu. Für Kinder ist es hier gefährlich. Ach, jetzt haben sie sich doch nicht so. Eine kleine Besichtigung ist doch bestimmt noch drin. Oh, das ist doch blau. Kräftig, ich habe schon gesucht. Was machst du denn hier? Jetzt Gebäude wurde versetzt? Als hätte ich es geahnt. Die Türen von dem Rocket führen immer und überall nur Böses im Schilde. Ja, da triffst du den Nagel auf den Kopf, Jan. So langsam wird es Zeit, dass jemand die Pläne dieser Verbrecher ein für alle Mal durchkreuzt. Ganz meine Meinung. Gut, dann sollten wir gleich mal besprechen, wie wir das anstellen. Also der Plan lautet wie folgt. Kämpfer, nimmst du den Loser von dem Rocket zur Brust und vertreibst sie aus dem Gebäude der Sales Company. Alleine könnte das etwas gefährlich werden, also sollte Jan dich auf jeden Fall begleiten. Einverstanden? Klingt gut. In der Zwischenzeit werde ich ganz kanto durch Team Rocket durchforsten und mir jeden Rüpel verknüpfen, der mir in die Quere kommt. Vielleicht schaffe ich es herauszufinden, wo sich ihr Boss rumtreibt. Außerdem werde ich der Pokémon-Liga einen Besuch abstatten und den Obermutzen dort von Team Rockets Machenschaften erzählen. Boah, geniale Idee. Vielleicht helfen uns ja sogar die Top 4. Wer weiß. Da können wir uns jetzt eigentlich aufteilen und den Plan in die Tat umsetzen. Aber zuerst, Kev und Jan, bevor ich euch zwei Grünstäbel hier einfach alleine lasse, muss ich mir sicher sein, dass ihr auch das Zeug dazu habt, mich mit diesem Typen anzulegen. Was? Wir kämpfen. Wir schnuppern, wer von euch anfängt. Zeig mal, was ihr drauf habt. Hey, was? Ich? Gut. Du willst also als erster gegen mich antreten? Ja, klar. So gefällt mir das. Auf geht's. Oh, wir treffen tatsächlich das erste Mal auf Gary. Also beziehungsweise blau. Aber es ist Gary. Und er hat zwei Pokémon. Was hatten wir da? Kokowai und? Ja, gut, Nidoking. Da wird auch mal ein Feuerschlag drauf. Ah, wir sind eben getan, was die Überpower, was die Level betrifft. Oh, ganz sicher gewesen. Nochmal ein Feuerschlag. Dann ist das Kokoball down. Dann geht er gleich Level 46. Rettern holt sich Level 19. Lurak. Der Attack mit Lurak. Okay. Der Asiat hat auch nochmal einen Lurak im Kurz. Gut, dann sammeln wir uns mal fertig. Sag ich, ich hab kein Wasser-Pokémon. Also, wie gesagt, Quatsch ist noch nicht weit entwickelt. Noch nicht so weit entwickelt, wie ich es gerne hätte. Das ist ein Donnerblitz von mir. Mein Freund. Okay. Keine Angst, Kavu. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass Glurak ein bisschen stärker ist, aber gut, der Volltreffer, der macht nicht viel aus. Von einem Trainer aus Alabaster hätte ich auch nichts anderes erwartet. Boah. Wenn wir bereit dazu ist, mit dem Team Rocket aufzunehmen, dann du. Bin ich jetzt hier die sicheren Händen. Jetzt bist du an der Reihe, Jan. Also ich habe nicht die ganze Dachzeit. Ich hätte es erwartet, dass er mir nicht mal heilt. Noch schnell. Weil dafür dann mehr. Für den Kampf, der war tatsächlich sehr unerwartet, wenn ich ehrlich bin. Dann hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber okay. Und dann nehmen wir das Nidoking mal mit. Gut, okay. Dann geht's heute los mit der Sylph Company. Beziehungsweise mit der Rückeroberung der Sylph Company. Deswegen, das Gebäude werden wir wahrscheinlich zwei Parts reinhauen, weil ich muss mich wirklich hier durch vom Gebäude von Etage zu Etage durchschlagen. Es sind insgesamt 10 Etagen. Ich glaube, wir müssen als erstes in Etage Nummer 4. Warum ausgerechnet Etage Nummer 4 ist, das werde ich euch dann erklären.
Und zwar gibt es einen Türöffner und einen Liftöffner. Und ich glaube, es ist Etage 4, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Da gibt es nämlich irgendwo das Item. Ich muss mal gerade gucken, wo das ist. Du bist doch... Was? Ich? Kennst du diesen Jungen? Hey, Kev, kennst du diesen Typen? Dieses Kind hat es sich in den Kopf gesetzt, uns das Leben so schwer zu machen. Bedauerlicherweise ist dazu noch ein exzellenter Trainer. Ah, verstehe. Dieser Typ ist sauer auf dich und wird deshalb jetzt uns beiden das Leben schwer machen. Wie kindlich. So eine verschämte Leute, du wagst es, Atlas kindlich zu nennen. Da rüttelt aber jemand gewaltig am Ohrfeigenbaum. Kein Grund, sich zu eifern. Ich weiß genau, wie mit euch einem Gesindel umzugehen ist. Ja, wie gesagt, eigentlich muss es Etage 2 sein. Na gut, wieder. Atlas sitzt nächste Mal an das Leinrad. Okay, das sollte kein Problem sein. Was so ein Scheiß drauf, so ernsthaft? Du hättest sogar zu Klogger drin gehauen, wäre es mir einfacher gewesen. Ich meine, wir sind 37 nur, ne? Okay, dann ärgern wir erstmal das Elektroval. Das kann mir am meisten Ärger machen. Slime, ich krieg die Beine hier bekommen. Slime macht jetzt Blutschild ein, das ist unwichtig. Ich weiß nicht, was das Elektroval jetzt mal sieht. Kurz erwarten. So, Level 45 für Nidoking. Ja, deswegen wollte ich untersinken. Ja, mit einem scheiß Schutzschild. Ich wollte den Smogbock an. Die Nummer kannst du, glaube ich, nicht. Das komische Slimeog aus dem Rennen nehmen. Das muss auch mit Flammenwurf werden. Das kostet erstmal nur. Komm, 5 Treffer. 2. Ja, nur 2. Du bleibst weiterhin auf dem Dings drauf, auf dem Smogbox drauf, mein Freund. Angeln wir erstmal den Rüpel da. Tja, mit dem Tiefschlag bringen wir nichts. Also bist du nämlich schon erledigt. So, weg mit dem Radikal. Ich bin gleich wieder Level 20. Ich möchte Giftpick lernen. Ja gut, klar. Entwickelt sich das jetzt zum Arbok durch. Links bekommen. Und wenn wir auch mal auf die 60 kommen, dann wollen sie endlich die drei Starter holen. Also zwei Starter holen können. Glumanda mit 50 und Chiki mit 60 Pokémon. So, wir lernen jetzt Raichu ein. Du kannst für Pikachu entwickeln, du Arsch. So, dann ist das Ding noch weg. So, Atlas kriegen wir jetzt auch noch eine Runde genommen. So, das jetzt erstmal auf Donnerschlag hoch. Und jetzt ist das komische Smogmog auch down. Jetzt ist noch ein Golbat. Gut, Golbat ist jetzt. Ja, gut, Golbat ist für Raichu eigentlich das geringste Problem. Ich gehe jetzt auf Feuerschlag erstmal. Und Raichu geht auf Donnerschlag, damit ist das Thema durch. Eigentlich darf er nicht. Er darf eigentlich nicht beide Attacken überleben. Er verliert sogar das gegen Raichu. Okay, gegen Donnerschlag. Okay. Den Volltreffer. So, damit war es das schon. Mit euch beiden, Heinis. Damit steht fest, dass dein letzter Sieg gegen mich nicht durch Glück zustande kommt. Ich habe dich unterschätzt. Aus Fehlern lernt man. Ich werde mich in Zukunft vor euch beiden in Acht nehmen. Warte weg! Autsch. Oh, schau mal, sie hat was verloren. Ah, die Schlüsselkarte. Genau das hatte ich einfach. Das wollte ich haben. Ist das die Schlüsselkarte für die Tür? Ja. Okay, gut. Das war das, was ich suchte. Ach so, Zauberkämpfer. Nanu, wie seltsam. Kinder dürfen doch hier eigentlich gar nicht rein.
Ja, dann hör mal wie. Du fängst mit dem Hüben nur an. Okay. Ja, wie gesagt, jetzt ist es eigentlich nur das letzte Level, das noch auseinanderzunehmen. Ne? Gar von den Leveln her sollte man eigentlich drüber sein. Wir fangen jetzt, ich gehe kurz jetzt runter in den Etage Nummer 1, weil dann fangen wir unten so an. Machen die ersten 4-5 Etagen und dann geht's auch wieder easy. So, okay, dann gehen wir mal rein auf Quillzone. So. Kadabra. Da haben wir jetzt noch irgendwie die Zeit, Zeit bringen. So, Quellzone nochmal. Macht das im meisten Sinn. Ja, es ist jetzt. Hoffentlich sind wir uns unterlegen. Wir sind jetzt sowas von overpowered vom Level her. Jetzt dann reicht aber 21. So, der ist besiegt. Gut. Wir machen weiter mit Etage Nummer 1. Jetzt sind es 10 Etagen. Ich muss noch ein bisschen weiter kommen. Ich habe die Schlüsselkarte, das ist das Wichtigste jetzt erstmal. Hey Kenshin, du hast ja nichts zu suchen. Doch, ich glaub's aber auch nur du. So, fangen wir an. Radikal. Durchbruch! Ja, du kommst mit dem scheiß Tiefstab. Oh, das ist ja kacke, der Schutzschild so unnötig. So, tschüss. Dann los, bye bye. Du nur erreicht Level 42. Wie weit brauchen wir nicht? Das Quapsel jetzt noch vom Level her. Bis das irgendwie mal hoch ist. Kinder haben ja mal gar nichts verloren, ja? So, du hast 3 Pokémon, ja, das vermute ich, es ist jetzt ein Pokémon, ein Trainer bist. So. Ich glaube, dass ich dann immer noch das Wetter noch mit dem 23 habe, dann habe ich Narborg und dann geht es mit Paras weiter, dann mache ich das irgendwie auch noch. Ich brauche halt viele Pokémon, die sich jetzt entwickeln. Klar's mal. Schadensveränderung, ja gut, dadurch, wenn ich mich zum Beispiel pushe. Mit Angriff und Verteidigung und sowas pushe. Kann er das damit auch wieder rückgängig machen. So. Smogon. Noch eins, also. Und da kriegst du jetzt nochmal ein Schlagbohrer drauf. Was? Für Smogger? Ah, das reicht glaube ich nicht, um es weiter zu kriegen. Er treibt Smogger 220, 260. Ne, das reicht nicht. Ich glaube nicht, dass es drei. Dann brauchen wir noch einen Trainer danach. Scheiße. Ja, ich muss mir die Etagen ja angucken. Ich will ja alle Gebäude angucken. Letzte Folge haben wir das Dojo gemacht. Hier rum. Hier ist aber nichts Verstecktes drin. Nur so ein blöder Wissenschaftler. Jetzt der Zudruck verboten. Verschwinde. Forscher Herbert. Och Gott, mit dem nächsten Opfer. Electek.
Gib lieber euren Pokémon ab, ich kann da auch ein bisschen mehr Verwendung für. Das ist nur für Level 35. Na, kein Problem. Dann muss ich so Erfahrungspunkte, 44 für Dings. Okay, krass, hätte ich nicht gedacht, dass das hier. Das würde jetzt reichen. Warte mal. Oder kriege ich ja nur die Hälfte davon? Dann kriegt er nur die Hälfte davon. Gut, gucken wir mal hier kurz das Item. Was haben wir hier? Eine Katze. Ein X-Angriff. Okay, nichts allzu Wichtiges. Gut, dann haben wir Etage Nummer 1 schon abgearbeitet. Dann geht's weiter heute mit der Etage. Also jetzt mit der Etage 2. Eine Folge kriegen wir es nicht hin. Mal kurz die Tür aufmachen. Hallöchen, ich komme auch kurz mit rein. Ich arbeite lieber für Team Rocket als für die Thief Company. Oh Gott, dann ist er aggressiv, mein Freund. Sehr gut, dass du einen Job hast. Gibt Probleme. Weiß Gott. Gerade momentan genug Arbeitslose. Wenn du das was hast. Ich glaube, so wie du arbeitest, würde ich auch Spaß haben. Wir haben ein paar Pokémon, ein bisschen kämpfen und alles und dann warum nicht? Ey. So, okay. Dann Feuerschlag. Dann habe ich das aber nach, dass die Kapsel erledigt ist. Was willst du mit dem Gifty? Ich bin A, ein Boden-Pokémon, B, ein Gift-Pokémon. Das Ding viertelt sich nur quasi. So, schiss Slimer. Mein Gott. Mann, auch nicht. Was ist das jetzt? Sich die Hälfte. Aber jetzt kommt danach, muss es doch irgendwann mal. Ich will das eigentlich weiterentwickeln. Ich will das Quapo endlich im Team haben. Also, ja. Worüber gehen. Tschüss. Tschüss, Magma. Und dann kann ich Quapo nicht einsetzen. Und Magma wäre es nämlich jetzt schlecht wertvoll gewesen. So, Level 46 für Nidoking. Und endlich erreicht Quapo Level 45. Retter Level 22. Dieser Forscher ist besiegt. So, jetzt entwickelt sich Quapsel. Und ihr kriegt jetzt gleich den Wasserstein und nochmal ein Quapo. Ist der gleiche gute Gaps, um uns auch Quapsel zu fangen, Quapuzzi zu fangen. Aber ich dachte mir, ich fange mal mit ganz unten mit der Entwicklung an. Hier sehen wir uns ein winziges Quapu. Oh, Level 22, okay. Ich dachte, Level 23 wäre das gewesen. Aber gut, Level 22 nehme ich auch mit. Dann haben wir auch für Arbok den nächsten Eintrag. Knirscher lernen. Sehe, wie ich dich wickel. So. Gut, dem raus. Dem ändern. Zieh mich an. Ja, einer mit. Ja, ich entwickle jetzt mein Team einfach mal komplett durch. Das, was ich zumindest schon mal habe, das kann ich dann trainieren. So, Stärkungstasche. Wasserstein. Ich hab 2 Stück gehabt, okay. Evoli will es nicht haben, dann heißt Kaputzi. So, und die nächste Entwicklungsstufe. Wir sind jetzt bei ca. 18 Minuten, was die Folge betrifft. Und dann noch. Also 10 Minuten machen wir noch. So. Dann passt das so. So, Quapuzzi wurde zu Quapo. Quapo haben wir ja schon gesehen im Dojo in der letzten Folge. Aber wir haben noch keins im Team. Noch keins. Ja, Rolle mich jetzt lernen, okay?
Ja, dann nehmen wir, nehmen wir das raus. Nehmen wir Blumpstrahl raus. Gut ist, dann haben wir drei Wasserattacken. So. Gut. Dann nehmen wir das Item hier noch mit. Das ist ein Lockpuff. Lockpuff. Und dann sitzt hier noch irgendwie ein Heiser und Heini, der auch mal besiegt werden muss. Die erste Albenfraktion, die hier rein spaziert kam, war schon 40 stark. Und jetzt kommst auch noch du. Ich hab hier nichts verloren. Was wollt ihr verfixten Kinder denn nur von uns? Okay, dann machen wir das weiter. Okay, hier befindet sich mal überhaupt nichts Interessantes für uns. Aber hier hinten stand noch irgendwie rum. Du zum Beispiel. Ich arbeite für die Silk Company. Was soll ich denn bloß machen? Ach, einfach abwarten. Ich kümmere mich schon drum. Auch wenn ich hier in der Team Rocket Kluft rumbringe. So, Etage Nummer 2 ist abgearbeitet. Du bist noch dabei. Verdächtige Person gesichtet. So, Team Rocket. Rüppel hat einen Smogon. Ja, keine Sorge, jetzt habe ich eine kleine Waffe mehr in der Hand. Jetzt, ja, weil jetzt habe ich auch mein Wasser-Pokémon, also ein Wasser-Pokémon, das, was ich gerne hätte. Ja, Feuerschlag. So, jetzt habe ich Paras mit reingezogen, damit ich das ein bisschen trainieren kann. So, mehr Arbeit. Entwicklung, die ich jetzt hinkriege. Also, mir wird das. Ja, das war's mit dem. Smogon schon hier. So. Elektroball, ja. Auch Elektroball sollte eigentlich nie so das große Problem sein. Auch wenn er jetzt mit dem Kreideschrei angreifen darf. Das konnte er nicht. Hallo. Was? Was willst du hier von mir? Wer bist du? So. Okay, das können wir nicht. Hier ist noch jemand. Von der Angst habe ich mich versteckt. Und eine weitere Kapsel Angriffsplus. Ja, ich nutze diese Kapseln halt nicht, ne? Deswegen sind sie für mich eigentlich relativ unnütze Items-Cards geknüpft, die es können. Das machen. Willst du jetzt von mir? Team Rocket hat die Kontrolle über die Silk Company übernommen jetzt. Ach komm mal, das können wir irgendwie. Da können wir irgendwie drum, das kriegen wir schon hin. Und so, was haben wir hier noch? Ernsthaft, jetzt kommst du mit dem scheiß Ratfratz noch. Ne, weil ich auf dem Scheiß auf die Taste gekommen bin. Ernsthaft jetzt? Och nö.